Seeküsten des Nordens, auf den Spuren der alten Hanse von Lübeck bis zum Darß. Sie haben ein Leben lang vom Meer gelebt. Doch im Netz bleiben immer weniger Fische. Unterhalb der Steilküsten am Darß liegt das Gold der Ostsee, Bernstein. In Ahrenshoop treten Reiter beim Tonnenschlagen gegeneinander an und küren den Sieger. Die Reise beginnt in Lübeck. Von hier geht es Richtung Osten über Wismar und Ahrenshoop bis nach Prerow auf dem Darß. Lübeck, die Stadt der sieben Türme. Sie war im Mittelalter zeitweise die bedeutendste Handelsstadt in Nordeuropa. In dieser goldenen Zeit entstand die Altstadt. Hier wurde ein mächtiger Wirtschaftsbund geschmiedet, die Hanse. Prunkvolle Gebäude zeugen noch heute von dieser Epoche und verschafften Lübeck den Eintrag als UNESCO-Weltkulturerbe. Der Handel mit Salz hatte Lübeck, die Königin der Hanse, mächtig gemacht. Die Hanse organisierte und beherrschte den Handel von England bis nach Russland. Mehr als 300 Städte gehörten dem Verbund an. Ihre Wappen zieren bis heute das Rathaus. In ihrer Blütezeit war die Hanse so mächtig, dass sie Blockaden gegen Königreiche verhängen konnte, um ihre Interessen durchzusetzen. Reich wurde die Hanse dank ihrer Schiffe. Der Seeweg war die bevorzugte Handelsroute, weil man zu Wasser schneller als an Land große Mengen an Waren transportieren konnte. Ab dem 12. Jahrhundert wurden zum Transport Segler genutzt, die nur einen Mast hatten, die Koggen. Sie konnten bis zu 200 Tonnen Last befördern. Auf der Ostsee fährt heute wieder ein solches Schiff, eine Gravel, die Weiterentwicklung der Kogge. Kapitän Charlie Brüser baute das Hanseschiff mit Freunden nach, inspiriert von einem Grabgemälde aus dem Mittelalter. In der Marienkirche in Lübeck ist ein Epitaph aus dem Jahre 1489. Da sieht man im Vordergrund, stark stilisiert, wie es die Kunstform jener Zeit zuließ, eine Gravel, die auf einem Felsen gestrandet war. Das sogenannte Bergenfahrer-Votivbild wurde zum Gedenken an eine Schiffskatastrophe angefertigt. 500 Jahre später diente es Charlie Brüser und den Schiffsbauern als Konstruktionsvorlage. Das Ölgemälde liefert wichtige Informationen über die Takelage, die Aufbauten und die Rumpfform der Gravel. Ja, man nennt es wohl experimentelle Archäologie. Man muss sich das vorstellen, als wenn man auf einem Flohmarkt ein Puzzle kauft von 1000 Teilen und wenn man es zu Hause auspackt, sind nur 100 da. Und dann muss man halt die Lücken, die da entstanden sind, ausfüllen mit einem Farbstift und gewinnt nach und nach ein Bild von der Größe, von der Breite, von der Länge, von der Höhe der Masten und so weiter. Das Votivbild musste den Schiffbauern genügen, denn kein einziges vollständiges Wrack einer Gravel ist gefunden worden. Wir mussten also ganz von vorne anfangen und das dauert schon eine ganze Zeit, aber wir haben es
geschafft. Und wie man ja nun gesehen hat, läuft das Schiff. Es segelt hervorragend. Selbst die Kanonen funktionieren im Nachbau des Schiffes, das nach einer Mäzenin auf den Namen Lisa von Lübeck getauft wurde. Die Kravel ist voll hochseetauglich. Charlie Brüse hat sie schon bis nach England gesteuert und dabei sogar Stürme überstanden. Also das war eine Überraschung, dieses Schiff zum ersten Mal zu steuern. Wir haben ja auch ein paar moderne Instrumente, die uns genau die Windrichtung anzeigen. Nicht nur wie früher, dass man sich an den Flaggen orientiert. Aber es verlangt natürlich Manneskraft oder wie man heute so sagt, Manpower. Denn wir fahren, wenn wir solche Versuche fahren oder wenn wir überhaupt mit dem Schiff ordentlich segeln wollen, brauchen wir mindestens 16 Mann. Wenn du mit anderen ein Schiff bauen willst, so beginne nicht mit ihnen Holz zu sammeln, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. So hat es der Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry ausgedrückt. Mit der Lisa von Lübeck machten 350 Freiwillige den Traum vom Nachbau eines Hanseschiffes wahr. Das Hanseschiff ist mit 36 Metern Länge weniger wendig als moderne Segelschiffe. Charlie Brüser ist mehr als 50 Jahre lang zur See gefahren. Die Lisa ist für ihn ein schöner Abschluss seines Berufslebens als Kapitän. Wenn man mal lange Zeit nicht mehr am Wasser gewesen ist, in den Bergen oder auch sonst wo, wo einem diese Weite und dieser Geruch fehlt. Wenn man dann wieder an der Küste ist, dann spürt man also eine innere Verbindung zu diesem Element. Und wenn man seine ganzen Jahre damit verbracht hat, unter Segeln zu arbeiten, dann hat man ein Verhältnis zum Wasser, das ist kaum zu beschreiben. Das ist überhaupt das Ding meines Lebens. Die Route führt nach Osten, entlang der 4 Kilometer langen Steilküste, dem Brotener Ufer. Dann Travemünde. Hinter einem Hotelhochhaus liegt ein legendärer Viermaster, die Passat, einer der letzten Großsegler für die Passage rund um Kap Horn. In den 1950er Jahren wurde sie zum Schulschiff umgebaut. Große Fähren ziehen am Horizont vorüber. Sie kommen aus Schweden, Finnland und dem Baltikum. Heute ist Travemünde der größte Fährhafen Deutschlands. Am Fischereihafen von Travemünde sticht Georg Conradi mit seiner Crew in See. Die Männer begleiten einen Verstorbenen auf seiner letzten Reise. Georg Conradi ist Architekturprofessor und pflegt außerdem noch eine alte Familientradition. Wie sein Vater und sein Großvater bietet er einen würdigen Abschied auf dem Meer. In unserer Familie machen wir das Bestattungswesen in der dritten Generation. Wir haben ihm hier das besondere Ambiente geschaffen mit Seebestattung und der Segeln.
Und das unterstreicht sozusagen diese Verbundenheit mit den natürlichen Elementen noch mal mehr. Also auf das Meer zu fahren mit Hilfe des Windes unter Benutzung von klassischen traditionellen Segelschiffen. Die Zeremonie beginnt mit dem Umfüllen der Asche von einer Transporturne in eine Urne aus Pappmaché. Die löst sich im Wasser schnell auf und entlässt die letzten Überreste ins Meer. Meine persönliche Bindung zum Meer ist natürlich eine zutiefst emotionale. Unnötig zu sagen, dass man als Fischegeborener natürlich eine Affinität zum Wasser hat. Und nicht zufällig finde ich also hier sozusagen in der Mitte meines Lebens wieder ans Wasser. Immer mehr Menschen wählen eine Seebestattung, viele aus ganz pragmatischen Gründen. Ein Grab auf See verursacht keine laufenden Kosten und muss nicht gepflegt werden. Der Gaffelkutter nimmt Kurs auf den unreinen Grund, eine Art Friedhof, auf dem Ankern und Fischen verboten ist. So, und den Spruch dazu, Sünd in the Sails und Schum von Steven, das ist Lachen, das ist Leben. Das ist also ein gutes Motto für den Wunsch des Verstorbenen nach einer Seebestattung unter Segeln. Die Menschen wählen Seebestattung, weil sie sich natürlich ganz stark mit der See verbunden fühlen. Letztendlich stammen wir ja alle aus dem Wasser, sozusagen aus dem Wasser kommt alles, ins Wasser kehrt alles zurück. Es ist sozusagen der Schluss des ewigen Kreislaufes. So, lieber Harald, ewiger Wellenschlag auf und dahin, ewiger Wellenschlag, alles macht Sinn. Der Verstorbene hatte keine Angehörigen mehr. Harald, Wasserschutzpolizist in Lübeck. Als Apnoe-Taucher zog es ihn immer wieder in die Tiefe und dort wollte er beigesetzt werden. Jeder Mensch ist ja so eine Individualität und bedarf auch eines würdigen Abschiedes. Das ist eben auch unsere Aufgabe als Seebestatter, damit die Menschen wissen, dass sie bei uns wirklich in guten Händen sind. Georg Conradi würde für sich selbst eine Bestattung an Land vorziehen. Bei der Seebestattung bleibt kein Ort der Erinnerung an den Verstorbenen. Trost spendet die Weite des Meeres. Von Travemünde aus nach Mecklenburg-Vorpommern. Nichts erinnert mehr daran, dass hier bis 1989 eine Grenze war. Nahe der Küste, bei dem kleinen Ort Klütz, liegt eine der größten barocken Schlossanlagen an der deutschen Ostseeküste, Schloss Bodmer. Um 1730 ließ das niedersächsische Adelsgeschlecht von Bodmer das aus 13 Gebäuden bestehende Ensemble als Stammsitz erbauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss als Altersheim genutzt und verfiel. Reh- und Dammwild sind in diesem Teil der Ostseeküste verbreitet. Besonders in der Dämmerung kommen die scheuen Hirsche auf die Lichtungen zum Äsen. Manche Rudel haben bis zu 100 Tiere. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Natur vielerorts noch intakt und unberührt. Hier haben Tierarten überlebt, die anderswo in Europa ausgestorben sind. Nerze zählen zu den bedrohten Säugetieren. Ihr wasserabweisendes Fell wurde ihnen zum Verhängnis. Nun versuchen Tierschützer, den Nerz hier wieder auszuwildern. Mecklenburg-Vorpommern hat 4000 Kilometer Alleen. Die ältesten Bäume sind mehr als 250 Jahre alt. Das Wohlenberger Wiek. Die flachen Sandstrände und blauen Lagunen an diesem Teil der Küste gelten als besonders kinderfreundlich. Nicht weit von hier
liegt das Seebad Boltenhagen. Seit Graf von Bodmer hier seine Füße ins Wasser hielt, ist aus dem kleinen Fischerdorf ein Ferienort geworden. Seit 1913 sorgt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die DLRG, für die Sicherheit im Wasser. Elisa Kostürer ist seit 2004 dabei. Meine Eltern sind auch von klein auf an Rettungsschwimmer gewesen. Mich hat das nie so interessiert. Ich sollte dann auch mein Seepferdchen machen, das habe ich auch gemacht. Und irgendwann hat es sich dann ergeben, dass ich den Wasserrettungsdienst mache und bin jetzt eigentlich ziemlich glücklich damit und möchte das auch so schnell nicht wieder hergeben. Die Rettungsschwimmer überwachen von ihren Beobachtungstürmen aus den 4 Kilometer langen Boltenhagener Strand. Elisa Kostürer übernimmt am liebsten die Kontrollgänge. Ich wurde hier geboren, ich kenne das eigentlich nicht anders. Es ist schrecklich für mich, in eine Stadt zu gehen und dort die Abgase zu riechen. Es ist einfach schön, hier frei durchzuatmen und die Landschaft hier zu genießen. Boltenhagen ist eines der ältesten Seebäder an der Ostseeküste. Seit 1850 ist der Ort ein beliebtes Ziel für Urlauber. Damals quartierten sie sich noch bei den Bauern in der Umgebung ein. Wasser kann schnell lebensgefährlich werden. Elisa Kostürer muss die Gefahren sehen, bevor die Menschen um Hilfe schreien. Grundsätzlich kann die Ostsee sehr gefährlich sein. Die Unterströmung, die man nicht sieht, die man nur merkt und dann weggezogen wird und von oben wieder eine Welle kommt, sodass man wieder Wasser schluckt, ist halt sehr gefährlich. Kinder sitzen auf einer Luftmatratze, kriegen das nicht mit, dass sie immer weiter rausgehen und kommen selber nicht mehr zurück. In dieser Saison haben die Rettungsschwimmer in Boltenhagen schon 4 Menschen das Leben gerettet. Heute sind sie draußen unterwegs, weil der Wind ablandig ist. Das ist besonders gefährlich, denn alles wird vom Land weggetrieben. Wenn so ein Wasserball weiter draußen ist, dann versucht jemand hinterher zu schwimmen, übernimmt sich dabei und es kann zu einer Gefahr kommen. Deshalb versuchen wir dies zu vermeiden, indem wir diesen Ball wieder reinholen, damit nichts weiter passieren kann. Mit 15 Jahren schloss Elisa Kostürer ihre Ausbildung bei der DLRG ab. Seitdem verbringt sie jede Ferien als Lebensretterin am Boltenhagener Strand. Man weiß, man muss hier Menschen helfen. Und einfach dieses Wasser hier und den Strand zu sehen, das ist einfach toll. Und dafür würde ich hier auch 3 Wochen sitzen. Also es ist einfach Urlaub. Von Westen her überquert man ein Natur- und Vogelschutzgebiet, die Wismarbucht, an deren westlicher Seite Boltenhagen liegt. Im südlichen Zipfel der Bucht wurde im Jahre 1226 die Hansestadt Wismar gegründet. . 2002 ernannte die UNESCO Wismars historische Altstadt zum Weltkulturerbe. Die für die Hanse-Architektur typischen Giebelhäuser und Kathedralen bestimmen das Bild des mittelalterlichen Stadtkerns. Wismar hat seit 1990 die größten Holzlager der Republik. Das Holz kommt aus Nordeuropa und Russland. Nach der Wende lag ein riesiges Hafengelände der sowjetischen Besatzungstruppen brach. Ein Unternehmer aus Tirol nutzte es. Heute werden bis zu 40.000 Stämme täglich zu Schnittholz oder Furnier verarbeitet und weiterverschifft. Auf der anderen Seite der Bucht liegt die Wismarer Werft. Mit mehr als 1000 Beschäftigten ist die Werft der größte Arbeitgeber der Region. Seit 60 Jahren werden hier Schiffe gebaut.
Der Schiffbau ist ein schwieriges Geschäft in lohnintensiven Ländern wie Deutschland. Nach mehreren Besitzerwechseln stand die Werft im Sommer 2009 vor dem Aus. In letzter Minute stieg ein Investor ein. Sebastian Riegel ist Schweißer auf der Wismarer Werft. Der Vater zweier Kinder hat hier seine Ausbildung gemacht und baut seit fast 20 Jahren an riesigen Schiffen mit. 240 Meter lang ist die Fähre, die er und seine Kollegen für einen schwedischen Kunden montieren. Es gibt nur wenige Orte an der Ostsee, wo Schiffe dieser Größe gebaut werden können. Von meiner Meinung her ist es die modernste Schiffbauhalle, die wir in Europa haben. Alles, was hier an Technik drin ist, ist auf dem modernsten Stand. Und was Besseres kann man nicht haben, um Schiffe zu bauen. Um 6 Uhr früh beginnt die Schicht. Über Gerüste gelangt Sebastian Riegel zu seinem Arbeitsplatz. 72 Meter hoch ist die Halle. Sebastian Riegels Familie verbindet eine lange Tradition mit der Werft. Schon sein Vater arbeitete hier noch zu DDR-Zeiten. Die Sektionen des Schiffes werden Naht für Naht verschweißt und zusammengesetzt. Und umso feiner man das einstellt, umso feiner wird die Naht. Und natürlich braucht man, wenn man schweißen tut, eine ruhige Hand. Das ist das A und O. Er hofft, dass es trotz der schwierigen Lage weitergeht und dass einer seiner Söhne einmal in seine Fußstapfen tritt. Es ist ja auch so, wenn jemand aus dem maritimen Bereich kommt, wünscht man sich natürlich, dass einer von den Nachkommen da natürlich auch mit einsteigt. Und wenn sich mein Sohn dafür entscheiden würde, würde ich ihn dann natürlich und auch das Interesse dafür zeigen, würde ich ihn dann natürlich unterstützen drin und ich wäre auch ein kleines bisschen stolz drauf, dass das in der Familie weitergetragen wird. Seine freie Zeit verbringt Sebastian Riegel mit seinen Kindern am Wasser. Heute wird ein Schiff überführt, an dem er mitgebaut hat. Es sind diese Momente, für die er seine Arbeit auf der Werft so mag. Eine sichelförmige Sandinsel, Kieler Ort genannt. Ein Sturm hat sie vor 30 Jahren vom Festland abgetrennt. Dahinter liegt eine geschützte, flache Bucht, die aufgrund ihres ungewöhnlich hohen Salzgehaltes Salzhaff heißt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren hier sowjetische Truppen stationiert. Heute ist die Halbinsel Landschaftsschutzgebiet. Das Salzhaff hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Anziehungspunkt für Kitesurfer entwickelt. Natur und moderne Technik sind hier am Salzhaff kein Widerspruch. Im Spätsommer, wenn geerntet wird, liegt schon frühmorgens der Duft des Getreides über den Feldern. Steilufer, Wald und Felder geben dieser Gegend ihr Gesicht. Romantisch und verträumt. An der nordöstlichen Spitze des Salzhaffs liegt Rerik, ein Fischerdorf. Während die meisten Menschen noch schlafen, herrscht hier schon reges Treiben. Vater und Sohn fahren hinaus auf die Ostsee. Das ist ein sehr schwerer Beruf, auch heutzutage noch. 8-Stunden-Tag ist da sowieso nicht. Da kommen in der Woche eher 70 bis 80 Stunden zusammen. Ja, wenn es einen aber gepackt hat, dann lässt es einen auch nicht mehr los.
Seit 1957 ist Wolfgang Scheller Fischer. Den ersten Urlaub nahm er nach 15 Jahren wegen seiner Tochter. Seine Kollegen fanden das seltsam damals. Sie hatten noch nie Urlaub. Man muss schon eine Achtung vor dem Meer haben. Achtung und Liebe auch. Ganz bestimmt Liebe auch. Das sieht immer wieder anders aus. Wenn man nach vorne guckt, da sind die, ist das Licht anders, als wenn ich mich dann umdrehe. Immer wieder schön. Vieles hat sich verändert in seinen 50 Jahren Ostseefischerei. Das politische System, die Technik und die Fangquoten. Schellers Kutter ist heute mit moderner Technik ausgestattet. Der Autopilot findet den Weg, das Echolot spürt die Fische auf. Früher zog der Fischer den Fang mit Muskelkraft aus dem Wasser. Heute holen Hydraulikwinden die schweren Netze an Bord. Das ist das Ding, was den Fischern jetzt das Heilige Kreuz erhält. Fischer in meinem Alter haben grundsätzlich alle ein kaputtes Kreuz. Technik ist schon viel wert. Allerdings, alles Gute ist nicht beieinander, heute haben wir keinen Fisch mehr. Als Wolfgang Scheller anfing, war der Dorsch hier der meistgefangene Fisch. Doch die Bestände gingen dramatisch zurück. Die EU verhängte Fangverbote. Die Unterwasserwelt der Ostsee ist empfindlich, denn der Sauerstoffgehalt ist gering. Als ich anfing, da habe ich 800 Meter Netze ausgelegt. Heute legen wir bis zu 10 Kilometer Netze aus. Das war zu Anfang denn zwar so, dass wir auch mehr Fisch hatten, aber inzwischen ist es eben noch weniger, als wie ich früher mit meinen 800 Meter Netzen hatte. Mit einem bescheidenen Fang von 75 Kilo Fisch geht es zurück nach Rerik. Ein Drittel ihres heutigen Fangwerts kostet der Bootsdiesel. Ausfälle können sich die Schellers nicht leisten. Wir haben bei uns im Kutter eine Bünde drin. Das ist ein Laderaum, der wassergefüllt ist mit vielen Löchern, wo das Wasser dann immer durchströmen kann. Und da können wir dann immer Nachschub an frischen Fisch holen. Und wenn dann mal ein Dach Sturm ist, können wir den damit auch überbrücken. Haben praktisch jeden Tag frischen Fisch im Angebot. Damit sie überhaupt über die Runden kommen, haben sie eine Räucherei eröffnet, wo sie ihren selbstgefangenen Fisch verkaufen können. Das kommt nun so weit, dass sich der Beruf des Fischers gar nicht mehr so recht lohnt. Also mit meinem Sohn endet die Tradition. Die beiden Schellers sind von nachts um 1 bis abends um 5 auf den Beinen. Um 19 Uhr ist normalerweise schon Bettruhe für sie. Sie leben für ihre Arbeit. Ich sage immer, der menschliche Körper ist für die Arbeit geschaffen. Ich könnte ohne Arbeit überhaupt nicht sein. Für mich ist das so ein erfülltes Leben hier. Von Rerik geht es entlang der Küste weiter bis nach Rostock und dem vorgelagerten Darßer Bodden. Eingerahmt zwischen der Ostsee und dichten Buchenwäldern erstrahlt der Küstenort Heiligendamm als klassizistisches Kunstwerk aus Bade- und Gesellschaftshäusern. Deutschlands ältestes Seebad wird auch die Weiße Stadt am Meer genannt. Schon im 18. Jahrhundert reisten Badegäste bis aus Russland an, um hier die Sommerfrische zu genießen. In Warnemünde fließt die Warnow in die Ostsee.
An der Wasserkante steht ein berühmtes Hotel, das Neptun. Politiker wie Fidel Castro oder Willy Brandt stiegen hier ab. Auch die Staatssicherheit der DDR war hier Dauergast mit fest installierten Abhöranlagen. Das Neptun hieß deshalb auch Stasi-Palast. Im 13. Jahrhundert entstand in der Altstadt Rostocks eine bedeutende Kirche, die Nikolaikirche, ein Machtsymbol der Hanse. Bei der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg brannte sie aus. Erst 1976 wurde die Kirche renoviert. Dabei entstanden drei Stockwerke mit Wohnungen unter dem Kirchendach. Die Gemeinde vermietet heute 13 Apartments mit Balkon. Zusätzlich gibt es Gästezimmer für Theologiestudenten. Und im Glockenturm sind die Büros der Kirche untergebracht. Die letzte Eiszeit hat hier am Darß eine Küstenlinie von bizarrer Schönheit hinterlassen. Die Boddenlandschaften sind einmalig. Meer und Süßwasser umspielen sich in einer Lagunenwelt. Das Zeesboot, Rennboot der Darßer Fischer vor 100 Jahren. Den Namen gab ihnen die Zeese, das Treibnetz, das hinten am Boot angebracht war. Die braunen Segel sind typisch für die Zeesboote. Die Farbe erhielten sie schon im 15. Jahrhundert beim Zusammenmischen der Schutzfarbe aus Rindertalg und Lebertran. An der Steilküste von Wustrow fischt ein Mann auf eine ganz andere Art. Mit einem Kescher durchforscht er die Brandung nach Strandgut. Jürgen Gründling ist immer hier, wenn starker Nordwind die Ostsee aufgewühlt hat. Man kann das einfach nicht voraussagen, wo nun gerade was ist. Und wenn ich dann eine passende Stelle finde, die mir zum Beispiel die Möwen verraten mir das oft, weil da volle Muscheln sind, dann gehe ich natürlich dahin und gehe mit dem Kescher in diesen Brandungsstreifen, da sammelt sich das, kann das mit einem großen Kescher rausholen und mit ein bisschen Glück sind dann eben Bärenstand dazwischen. Bernstein, das Gold der Ostsee. Jürgen Gründling sucht danach seit seiner Kindheit. Das festgewordene Baumharz der Urzeit wird bei hohem Seegang vom Meeresboden aufgewirbelt und an den Strand gespült. Doch die wenigsten wissen, wie und wo man den Bernstein findet. Meist ist er versteckt zwischen Seegras, Muscheln und Steinen, die Jürgen Gründling mit seinem Kescher einfängt. Es ist mehr sortiert nach verschiedenen Materialien, nach Schwere und Größe. Und die größeren Bernsteine sind wieder da zu erwarten, wo denn eben auch grobes Material ist. Erzwingen kann man es nicht, ne? Ich selber auch nicht. Ich muss mich immer überraschen lassen, was ich da geschenkt bekomme. Die liegen dann plötzlich einfach da, ne? Und ich weiß auch nicht, wie das kommt. Manche Bernsteinsucher sagen, die werden von Neptun persönlich zugeteilt. Die Kunst der Bernsteinsuche beginnt damit, die Zeichen des Wetters richtig zu deuten. Wenn nördlicher Wind angesagt ist, dann kriege ich schon lange Ohren. Und wenn es starker Wind angesagt ist, aus nördlicher Richtung. Und wenn Sturm war, werden da die herrlichsten Fossilien und die seltensten Fossilien rausgespült. Dann suche ich da nach Donnerkeile, Seeigel, das seltenste Klappersteine. Als Jürgen Gründling noch als Hausmeister im Kurbetrieb arbeitete, ging er in seinen Pausen oft hinab zum Wasser, um durchzuatmen
und um Bernsteine zu suchen. Es ist beruhigend, es ist erholsam und irgendwie ist es spannend, was zu finden. Und bei mir kommt es ja im Spiel, dass ich breit gefächert viel Bernsteine haben möchte, die ich an Urlauber mit meinem Hobby weitergeben kann, ein bisschen aufbereitet, als bisschen kombiniert mit Hölzern oder mit Muscheln oder einfach so als kleine Anhängerchen oder für Ketten. Oft kommen Nachbarskinder zu Besuch. Jürgen Gründling bringt ihnen bei, die Schätze des Meeres zu verarbeiten. Der Rentner weckt die Neugier der Kinder für das, was sich vor ihrer Haustür finden lässt. Ähnlich wie sie begeistert sich Jürgen Gründling für einfache, kleine Dinge aus der Natur. Jede Woche verkauft er ein paar seiner Fundstücke und spendet das Geld für gute Zwecke. In Jürgen Gründlings Welt folgt alles einem natürlichen Kreislauf. Wer gibt, dem wird gegeben. Das sieht doch aus, als wenn du das Eingeborene weggenommen hast oder Geschenke gekriegt hast. So, hier. Gut so, dreh dich mal. Wenn jetzt mal ein Sturm ist, müsst ihr mir mal helfen, ein paar neue Steine suchen, ne? Ja. Macht ihr das? Jo. Ja, mach ich gern. Dann könnt ihr auch gerne mal wieder basteln kommen. Ja. Jürgen Gründling hat Gärtner gelernt, als Imker und Tischler gearbeitet. Schon als kleiner Junge packte ihn das Fernweh. Nach der Wende zog es ihn fort, nach Portugal und weiter nach Sumatra. Heute lebt Jürgen Gründling zufrieden an der Ostsee. Ahrenshoop. Das ehemalige Fischerdorf wurde im 19. Jahrhundert von Künstlern entdeckt. Wegen seines klaren Lichts und der abwechslungsreichen Landschaft siedelten sich Maler und Bildhauer an. Ahrenshoop wurde zur Künstlerkolonie. Heute kommen pro Jahr mehr als 100 Kunststipendiaten aus ganz Europa hierher. Claudia Glindemann ist in Ahrenshoop aufgewachsen. Seit ihrem 10. Lebensjahr reitet sie. Jede freie Minute verbringt die Studentin auf einem Reiterhof an der Küste und kümmert sich um ihre Lieblingstiere. Also bedeuten mir sehr, sehr viel Pferde. Also sie geben mir Ruhe, sie geben mir Kraft und sie geben mir ein Stück Freiheit, wenn ich reiten kann oder wenn ich reiten gehe. Dann. Das ist für mich Freiheit. Und ich sehe sie halt nicht auch als Pferde, sondern Pferde sind gewisse treue Tiere. Sie sind da, sie merken das, sie reagieren drauf, wenn es einem nicht gut geht. Das merken sie sofort und das ist dann schon schön. Auf dem Darß gibt es einen alten Brauch. Einmal im Jahr treten die Dorfbewohner zu Pferde gegeneinander an, um ein Heringsfass zu zerschlagen. Der Sieger des Wettbewerbs wird Tonnenkönig. Kürzlich gab es eine Überraschung. Sieger wurde erstmals eine Frau, Claudia Glindemann, die erste Tonnenkönigin von Ahrenshoop. Claudia Glindemann studiert Archäologie in Kiel, doch die Darßer Heimat mit ihren Traditionen bedeutet ihr viel. Das Tonnenabschlagen als wichtigstes Fest ihres Dorfes verpasst sie nie. Dieses Jahr fiebert sie dem Wettbewerb im Juli besonders entgegen. Sie ist fest entschlossen, ihren Titel als Königin zu verteidigen. Am Ahrenshooper Strand trainiert sie ihr Pferd Fuchs auf Tempo. Das Reiten am Strand, das ist für mich einfach das Schönste von allem.
Man kann halt einfach das Pferd laufen lassen. Man kann unbegrenzt dann im Prinzip. Das ist einfach traumhaft. Der Schlag aufs Heringsfass hat Geschichte. Bis 1815 mussten die Pommern Heringe als Steuern an die schwedischen Besatzer zahlen. Nach deren Abzug feierten sie die Freiheit, indem sie die Heringsfässer zerschlugen. Der Reiter, der das letzte Stück dieses Heringsfass zerschlagen hat, ist halt der König von allem, weil er hat es geschafft, diesen letzten Schlag zu vollenden und das letzte Stück runterzuholen. Der große Tag beginnt angespannt. Fuchs hat sich beim Training eine Sehne gezerrt. Nun muss Claudia Glindemann mit einem Ersatzpferd antreten, auf dem sie noch nie vorher geritten ist. Doch sie will nicht aufgeben. Und konzentriert sich auf ihr Ziel. Als Königin darf sie den ersten Schlag führen. 24 Männer und 2 Frauen kämpfen heute um den Titel. Einige Männer haben es schon geschafft, zweimal hintereinander Tonnenkönig zu werden. Und das wäre schon doch schön, wenn eine Frau das auch schaffen könnte. Das würde eine Menge beweisen. Weil es heißt dann ja auch immer, die Frauen schlagen nicht so kräftig zu wie die Männer. Und das wäre dann schon so ein kleiner Kick für mich dann. Es dauert Stunden, bis die Holzplatten der Tonne brechen. Am Ende wird es spannend. Nur ein Rest hängt noch am Seil. Wird Claudia Glindemann es schaffen? Jeder Schlag kann nun den Sieg bringen. Ahrenshoop hat dieses Jahr einen neuen Tonnenkönig. Mal wieder ein Mann. Die Königin überreicht jetzt dem neuen König seine Schärpe. Nächstes Jahr kriege ich sie wieder, ja? Bevor sie im nächsten Jahr wieder antritt, will sie vor allem ihre Armmuskeln trainieren, damit sie den schweren Knüppel fester an das Fass schlagen kann. Das ist ein reines Glücksspiel, sag ich mal. Glücksspiel in Anführungszeichen. Jeder hat eine Chance, je nachdem, wie er zuhaut, wie das Holz, welche Bauart. Also jeder darf mal, jeder hat die Chance. Jeder kann mal vor allen Dingen. Und ich sag mir, ein Jahr Ruhe und nächstes Jahr dann wieder. Die Ostsee ist bei den Urlaubern als sanftes Gewässer beliebt, doch die Küstenbewohner kennen auch ihr anderes Gesicht. An Tagen wie heute, bei Windstärke 8, zeigt die See ihre raue und ungestüme Seite. Wenn es stürmt an der Steilküste, kann man hier oben Lutz Gerlach treffen. Bei den Sandsteinklippen von Ahrenshoop spürt er nach den Stimmen des Meeres. Mit seinem mobilen Aufnahmestudio fängt er die verschiedenen Geräusche der Küste ein, um sie in seiner Musik zu verarbeiten.
Ja, das Meer klingt jeden Tag anders. Die Tonhöhe des Meeres, auch das Schwanken, die Frequenzen, die miteinander spielen. Und das kann natürlich für eine Arbeit eines Komponisten und Musikers äußerst inspirierend sein. Du kannst das, wenn du willst, eins zu eins in die Musik übertragen. Du kannst es aber auch in ganz vielen Bereichen musikalisch verwenden. Die Naturgeräusche geben Lutz Gerlach immer wieder neue Ideen. Seine Aufnahmen sind für ihn ein Abbild der Natur. Ein Maler möchte nach Möglichkeit mit einer weißen Leinwand sein Bild beginnen, alles auf Null stellen. Und für einen Musiker ist die weiße Leinwand die Stille. Und Stille findet man hier oben dann doch viel eher als in jeder Stadt. Und zur künstlerischen Arbeit, für kreative Ideen, zum Komponieren, zum Produzieren von Projekten ist das hier das ideale Umfeld. Lutz Gerlach hat Musik studiert und war Konzertpianist. Auf der Suche nach neuen Inspirationen ist der Klangkünstler aus seiner Geburtsstadt Berlin weggezogen und hat in Ahrenshoop ein Musikstudio eröffnet. Ich habe immer mehr die Stille gesucht, aber eben nicht nur die absolute Stille, sondern auch den Fokus auf Naturgeräusche gelegt. Und wenn man mit den Ohren diese Landschaft erkundet, dann wird man in vielfältiger Hinsicht fündig, vom Wind über Wellen, das Rauschen des Meeres im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch die anderen Naturgeräusche, Frösche, Vögel, die habe ich, wenn man so will, erst kennengelernt, seitdem ich hier so ganz bewusst lebe, weil in der Großstadt nimmt man sowas ja doch nicht bewusst wahr. An der Steilküste hat Lutz Gerlach heute ein außergewöhnliches Konzert geplant. Naturklänge. Also der Flügel wird hier hergestellt, ein bisschen eingedreht, dass die Klappe zu den Leuten natürlich zeigt, weil hier kommen noch andere Instrumente hin. Also an die Stelle, dass der Pianist, der jeweilige, etwa so sitzt. Die Naturgeräusche, der Wind, das Meeresrauschen sollen heute Abend Teil der Performance sein. Das bekommst du eben in keinem Haus, in keiner Konzerthalle der Welt. Du sitzt an einem Flügel und schaust meilenweit aufs Meer. Du hast den Himmel, du hast die Wellen und natürlich auch die Menschen, die oftmals mehrere hundert Kilometer zurücklegen, um zu einem solchen Konzert zu kommen. Doch die Natur hat ihre Launen. Der Wind wird zum Sturm. Pech für Lutz Gerlach und sein Publikum. Das Anliegen der Reihe Naturklänge ist es ja, die wirklichen Naturklänge mit den menschlich erzeugten Naturklängen zusammenzubringen. Und da hätten heute die natürlichen Klänge, der Wind hätte einfach die Oberhand gehabt. Sprich, man hätte von der Klaviermusik nicht wirklich was gehört. Und dazu war auch noch Regen avisiert. Und da mussten wir leider, die Prognosen standen anders, eben kurzfristig umdisponieren. Deswegen sehe ich auch etwas gestresst schon im Vorfeld aus. Die Aufführung wird in eine Kirche verlegt. Der Küster des Nachbarortes Wustrow hat sich spontan bereit erklärt, sein Gotteshaus als Konzertsaal zur Verfügung zu stellen. Die Veranstaltung ist ausverkauft, auch ohne Naturbeigabe. Lutz Gerlach trifft mit seiner Meeresmusik den Geschmack vieler Menschen am Darß. Einige reisen dem Pianisten zu jedem Konzert hinterher.
Fischland, Dars und Zingst waren einst drei Inseln. Im Laufe der Jahrhunderte haben Sandaufspülungen daraus eine langgezogene Halbinsel geformt. Von Ahrenshoop im Westen geht es weiter nach Prerow. Hier umschlingen sich Küste und Meer in Verästelungen und Lagunen. Vor etwa 5000 Jahren erreichte der Meeresspiegel sein heutiges Niveau. Der Salzwasserzustrom aus der Nordsee lässt immer weiter nach und so wird die Ostsee langsam zu einem Süßwassermeer. Durch die Erosion nach der letzten Eiszeit entstand die Landschaft aus kleinen Inseln im niedrigen Wasser. Über 800 Quadratkilometer weit erstreckt sich hier der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, der größte Nationalpark an der Ostsee. Prerow ist ein altes Kapitänsdorf. Die früheren Häuser der Seefahrer schmücken noch heute bunte Haustüren. Geschnitzt wurden die Motive früher auf langen Seereisen. Die Türen haben eine ganz alte Tradition, die gibt es schon seit über 200 Jahren hier auf dem Dars. Sie fallen heute auf, weil sie sehr farbenfroh gestrichen sind und weil sie durch viele geschnitzte Ornamente geschmückt werden. Solche Türen gibt es in dieser Art woanders nicht. Das sind wirklich Türen, die es hier nur auf dem Dars gibt. Und das Besondere an diesen Türen ist, dass sie nicht nur dekorativ gestaltet sind, sondern dass sich dahinter immer ein Symbolgehalt verbirgt, dass diese Türen irgendetwas Magisches haben. In ihrer Werkstatt in Prerow fertigen die Brüder Dirk und René Roloff die Türen noch traditionell von Hand. Jede Tür ist ein Einzelstück. Heute sind die Türen wieder sehr beliebt, obwohl sie mehrere tausend Euro pro Stück kosten. Also wir sind sehr stolz, eigentlich diese Arbeiten, die unsere Vorfahren schon ausgeübt haben, heute auch noch verwirklichen zu können, die Ideen auch wieder einspielen zu können in viele Sachen, die wir heute bauen. Die Roloff sind die letzten hier, die Darser Türen noch von Hand herstellen. Seit 1835 existiert der Familienbetrieb. Seit sechs Generationen werden die Kniffe des Tischlerhandwerks weitergegeben. Fast jede alte Darser Tür und auch fast jede neue Darser Tür hat Sonnenmotive zum Beispiel. Das können halbe Sonnen sein, das sind aufgehende Sonnen, so werden sie interpretiert. Also ein wiederkehrendes Licht, der Tag, der wiederkommt. Licht überhaupt als sehr positives Symbol. Ohne Licht kann keiner leben. Der Dars war immer eine abergläubische Gegend. Jedes Symbol hat eine eigene Bedeutung. Es gibt Motive, die böse Geister nicht in das Haus lassen sollen. Manchmal sehr unscheinbar und für den Uneingeweihten gar nicht erkennbar, aber sie verstecken sich in den Türen. Während Blau heute eine beliebte Farbe in der Gestaltung der Türen ist, hat man früher darauf verzichtet, Blau
galt als Farbe der Trauer. Der Tulpenstrauß ist eigentlich eines der beliebtesten Motive. Gibt es in sehr vielen verschiedenen Abwandlungen. Auch der symbolisiert den Lebensbaum. Die nächste Generation der Türenbauer wird schon früh an das Handwerk herangeführt. Die Söhne und Töchter der Roloffs verbringen viel Zeit in der Werkstatt und lernen den Umgang mit dem Holz. Das Handwerk hat sich hier in unserer Familie von einer Generation zur anderen weitergegeben. Wenn Sie meinen Kleinen fragen, dann wird er sagen, natürlich werde ich Tischler. Da gibt es überhaupt keine Frage. Wenn meine Tochter mit dem Kindergarten hier durch den Ort geht, dann habe ich schon gehört, dann ist sie ganz stolz und sagt hier, die Tür hat Papa gebaut. Na, aber da muss man üben. Es wäre schade, wenn das irgendwo auslaufen würde und einfach vorbei ist. Also dazu steckt doch zu viel drin, da würde zu viel verloren gehen. Das würden wir wirklich bedauern. Die Menschen auf dem Darß, bis heute eng verbunden mit ihrer Tradition am Meer. In der nächsten Folge ist das Ziel die Insel Rügen mit ihren Kreidefelsen. Mit dem rasenden Roland geht es über die Insel und weiter bis nach Usedom.